Da sind wir, liebe Leute. Jetzt ist es, glaube ich, soweit. Kommen wir zum großen Finale von Dragon Quest 11. Ich meine, hier hinter befindet sich der Tempel der Tücke. Wir schauen mal rein. Scheinbar ein weiterer Weg. Naja, dann. Echte Veronica würde auch nicht weinen. Und wir sind hier im Tempel der Tücke, also bitte. Now you're here. Can I ask you something? Can I ask you to die? You'll do that for me, won't you? I mean, I had to die and you didn't. That can't be fair, can it? Ernsthaft? Sagt ihr jetzt gerade... Sie sagt gerade ernsthaft, könntet ihr bitte für mich sterben? Ich bin auch gestorben. Das ist ja sonst unfair. Was? So come on. What do you say? Will you die for me or not? I wanted to live, but because of you, I couldn't. So let's even things up. Come on, drop dead. Phantom, dark intrusion, light dispel this black illusion. Veronica would never have said such awful things. Go on, be off with you. She didn't regret a thing. I know she didn't. She died with hope in her heart. Hope that we would bring back the light. This is your doing. I sense it. Jasper, show yourself! Oh, der Kampf gegen Euklas. Und man kann vorher nicht speichern. Das ist so unfair. Still, you speak of hope? Of light? Even now, with one of your little band beyond saving, your faith is sickening. My dear Hendrik, still you cling stubbornly to life. You never did know when to give up. Yet another virtue to despise in you. You come here seeking an audience with my master, I suppose. Well, I'm afraid I shall have to disappoint you. I would ask you to leave politely. But we both know you are too pig-headed to listen, and besides, I would not want your journey to have been in vain. Wenn du mich kurz zurücklässt, dass ich speichern darf, wäre das echt happy. Also dann würde ich sagen, okay, gut, dann gehen wir nochmal. Ja, und dann die ganzen Monster alle weg und dann wäre alles super. Dann können wir gerne darüber nochmal ganz in Ruhe diskutieren, wie echte Männer.
gaze upon me and despair, Hendrik. I have surpassed you at last. Fool, you have surpassed me in wickedness and naught else. Mir fällt gerade an, ich habe die weißen Elixiere gar nicht eingepackt. Verdammt. Bold words indeed. But you will pay for them with your life. I shall offer up your broken bodies in tribute to almighty Mordegon. General Euklas nähert sich. Stay alert. Ja. Der geht gleich richtig ab. So. Produziert ein Level ab, das ist jetzt in dem Augenblick ganz praktisch. Das heißt, sie kann erstmal Vollgas geben. Verfehlt aber natürlich gleich sofort, ne? Oh, es ist echt, egal, Schockschnitt, komm. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner von denen muss doch mal treffen. Gegenstände habe ich gar keine, die ich jetzt einsetzen kann, ne? Überlegen, Arznei habe ich nur. Super. Nee. Meine Koop-Kraft schwindet. Here we go. 172, ernsthaft? Oh Mann. Gut, dann nutzen wir jetzt erstmal ihre Fähigkeit in Form von Multiheilung. Oh, der Schlaghagel ist echt böse. Er lacht höhnisch. Zwei Treffer. Mann! Blitzstoß, komm. Wieso verfehlen die denn jedes Mal? Ich muss den schnittigen Schlag nehmen. Ich muss sie erstmal voll heilen. Bevor ich jetzt mit großen Zaubern komme. Blitzstoß, Sonderstoß. Ja, endlich mal getroffen. Meine Güte. Oh, verdammt. Was hab ich denn für Zauber? Mehr Heilung nur. Abhärtung. Ach, nee, ich... Er ist in der nächsten Runde wieder raus. Nee, lohnt sich nicht. Na komm. Ja, endlich mal getroffen. Zauber, komm, okay. Los, komm, komm, komm. Energieschub auf Hendrik. Weil wenn er jetzt dran ist, dann ist seine Stärkung noch da. Zweimal Wirkung. Das bringt aber nichts. Oh, weia. Was? Nee, ne? Uff. Ja, Quadra-Hieb muss ich nehmen. Wenn ich sterbe, wäre das mega, mega uncool. Ich muss ihn angreifen, geht nicht anders. Blitzstoß muss ich auf den Hauhot machen. Der muss nämlich weg. Oh, geil, sie ist gestärkt. Zauber.
Multiheilung. 90 Lebenspunkte. Vollständig, ja. Die Multiheilung. Ich muss gerade erstmal alle wieder hochkriegen. Oh. Und ist, das Echo ist auch noch dabei. Oh, das Echo hat mir gerade so stark geholfen. Ja, lach ruhig höhnisch. Dass ich den so krass treffe, ist das in Ordnung. Oh. Er ist schon extrem gut angeschlagen. Ich bin jetzt ganz zuversichtlich. Er ist immer noch damit beschäftigt, mit diesem blöden, verschleierten Ding da. Dass ich nicht richtig treffe. Okay, egal. Dann kann ich jetzt... Na, Multiheilung brauche ich jetzt mal nicht. Kann ich jetzt wieder einen Energieschub machen auf Tropei. Der mit seinen Angriffen auch mal trifft. Ich habe die Überlegung, sie in das Teufelchen zu verwandeln. Gut, dann lassen wir das Teufelchen mal in ihr raus. Oh, schon wieder auf Hendrik. Alles entfernt, alle Fäden. Du hast mein ganzes Mana komplett dahin gemacht, du Arsch. Energieschub auf Troplay, nein. Das bringt jetzt gerade mal nix. Muss ich nämlich wieder Multiheilung machen. Mal gestürzt und schafft es nicht aufzustehen. Schon wieder. Schon wieder so ein Typ, ey. Fähigkeit. Oh, Euklas ist ganz schön angeschlagen. Ich sollte mich echt auf ihn konzentrieren und den anderen erstmal. Jacke wie Hose. Ach, Quadrat. Ja, nee. Schnittiger Schlag. Nee. Mann. So, jetzt ist Hendrik wieder voll und ganz einsatzfähig, Euklas. Und jetzt kriegst du erstmal richtig schön einen auf den Deckel. Oh, der ist besiegt. General Euklas wurde besiegt. 41.000. Oh, Level Up für Eric. Für Bodo. Nein, schade. First among demons, supreme commander of the spectral sentinels. How could mere humans defeat me? Again, you surpass me. Again, you outdo me. Again, you. You leave me behind! The more you bathed in glory, the more brightly you shone, the more I receded into shadow. Do you know what it was that I always wanted? I've wanted to be like you. Come. Die silberne Kugel gehört jetzt wieder uns. So. Klar, wir haben jetzt hier ein automatisches Speichern, alles schön und gut, aber. Es ist nicht das Speichern, was ich suche.
51 auf dem Weg zu 52. Das ist schon mal ein guter Anfang. Eric hat sogar den Anfang gemacht. The time has come to face him. Hey, no fair! Let me go! Can't move! Did you think me beaten? Did you think you had bested me? I, Jasper, Supreme Commander of the Spectral Sentinels? Huh? Didn't we beat all of these guys? How can they be back? Oh, Hendrik, your face. Now you will see who has left whom behind. By all means, go to face my master, Lucre. But know that you will do so alone. Your friends here will be staying with us. No, he shall not go alone. I swore an oath. I am the Luminary's sword, his shield, his unswerving companion. We all are. We're in this together. If we face Mordigan, we face him as one. Aye. If you think I'm missing my chance to get revenge for my Eleanor after all these years, you've another thing coming. Don't worry, darling. I'm with you all the way. We're going to bring smiles and sunshine back to the world if it's the last thing we do. Yes, I promised Veronica I would finish this. And that's a promise I mean to keep. You heard. We're in this together. I'm not leaving anyone to suffer alone. Ever again. I'm supposed to help the Luminary. And that means to the bitter end. Just one more chance, please! It is over, Jasper. Be still. No, I cannot die yet. I have yet to surpass you! You speak of surpassing me. But in truth, it is I who always followed in your wake. You were the one who spurred me on, the light that guided me. Without you, I would never have become myself. How is it that you never knew? Hendrik, I...
It is time. Mordiggan must pay. Speichern? 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 Okay, liebe Leute, speichern ist mir anscheinend echt nicht gewünscht, jetzt schon seit den letzten paar Folgen. Wenn jetzt wirklich Hagrimor kommt, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Der große Kampf gegen Hagrimor. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tohort rein. Tschüss.